Das sollten Sie wissen. Neue wichtige Rentengesetze für Arbeitnehmer und Rentner im Jahr 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, am 3. September 2024 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Referentenentwurf für die Rechenwert- oder für die Sozialversicherungsrechenwertverordnung 2025 veröffentlicht. Und aus dieser Verordnung heraus ergeben sich neue gesetzliche Vorgaben für Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmer im Jahr 2025. Es betrifft vor allen Dingen den Lohn, die Beiträge und selbstverständlich auch andere Rechengrößen in der gesetzlichen Rente. Genug der Vorrede, steigen wir einfach ein. Wir schauen uns das alles mal zusammen an. Ja, meine Damen und Herren, die neuen Rechenwerte gibt es ab 2025 und zwar in einer sogenannten SV-Rechengrößenverordnung. Und Grund, warum es diese neuen Rechenwerte gibt, ist die Lohnsteigerung oder wir sagen auch die Lohnsteigerungsrate im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um sage und schreibe 6,44%. Deshalb gibt es auch einen Anstieg von einigen wichtigen SV-Rechengrößen im Jahr 2025. Ich habe mal die Jahresarbeitsentgeltgrenze oder die Pflichtversicherungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung hier in diesem Beitrag nicht erwähnt. Mir geht es nur um die rentenrechtlichen Änderungen. Und die sind natürlich auch diese Änderungen für die gesetzliche Rente bedeutsam. Ja, steigen wir einfach mal ein. Welche Rechengrößen haben sich da verändert? Und zwar haben wir eine neue Bezugsgröße. Wir haben neue höhere Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Wir haben eine neue Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Die ist gestiegen, meine Damen und Herren. Wir haben ein neues endgültiges Arbeitsdurchschnittsentgelt 2023. Das hat sich gegenüber dem vorläufigen auch nochmal erhöht. Und wir haben ein neues vorläufiges Durchschnittsentgelt im Jahr 2025. Und das, meine Damen und Herren, ist wirklich brisant. Ja, steigen wir einfach mal ein in die Bezugsgröße 2025. Die Bezugsgröße ist im Paragraph 18 SGB IV, Sozialgesetzbuch Nr. 4, geregelt. Die steigt im Jahr 2025 an. Das hängt ultimativ auch oder hängt ultimativ mit der Lohnsteigerungsrate 6,44% zusammen. Die Bezugsgröße ist für die Sozialversicherung in einigen Bereichen Rente und Krankenversicherung eine wirklich wichtige Rechengröße. So zum Beispiel in der gesetzlichen Rente bei der Frage, wie entwickeln sich die Hinzuverdienstgrenzen bei den EM-Renten und in der gesetzlichen Krankenversicherung für die Einkommensgrenzen in der kostenfreien Familienversicherung. Ja, los geht's mit der Bezugsgröße 2025. Die Bezugsgröße steigt von monatlich 3.535 Euro im Jahr 2024 auf 3.745 Euro im Jahr 2025. Die Bezugsgröße im Jahr 2025, das ist wirklich mal ganz was Gutes, gilt bundeseinheitlich für alle Sozialversicherungsbereiche, meine Damen und Herren. Dann haben wir ab 2025 neue höhere Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Hinzuverdienstgrenzen an die Bezugsgrenze gekoppelt sind. Wir haben ja seit 2023 ein neues Einkommens- oder Hinzuverdienstanrechnungsrecht und diese Hinzuverdienstgrenzen sind dynamisiert. Sie sind abhängig von der Höhe der Bezugsgröße. Die Formel lautet, steigt die Bezugsgröße, steigen die Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten an. Ja, wie sieht das jetzt im Detail aus? Die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen voller Erwerbsminderung steigen von 18.558,75 € im Jahr 2024 auf 19.661,25 € Bruttojahresverdienst im Jahr 2025. Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung sieht der Anstieg so aus,
dass es diese sogenannte Mindestgrenze gibt. Die gilt für alle Rentnerinnen und Rentner, die eine teilweise Erwerbsminderungsrente beziehen. Und diese Mindestgrenze steigt von 37.117,50 € im Jahr 2024 auf 39.322,50 € im Jahr 2025 an. Es gibt auch bei diesen Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung die Möglichkeit, dass sie eine Hinzuverdienstgrenze haben, die höher ist als diese Mindestgrenze. Die muss aber individuell nach individuellen Faktoren berechnet werden. Das macht im Übrigen die Rentenversicherung dann, wenn sie einen entsprechenden Rentenbescheid wegen einer teilweisen Erwerbsminderungsrente haben oder diese bekommen werden. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Diese beginnt erstmals am 1.5.2025. Dann können Sie anrechnungsfrei bis vom 1.5.2025 bis zum 31.12.2025 19.661,25 € Bruttojahresverdienst an diese Rente wegen voller Erwerbsminderung dazu verdienen, ohne dass dieses Einkommen an die Rente angerechnet wird. Ja, jetzt geht es weiter. Die Beitragsbemessungsgrenze, BBG genannt, in der allgemeinen Rentenversicherung steigt im Jahr 2025. Die Beitragsbemessungsgrenze markiert die Einkommensgrenze, zu der Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung, in der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung berechnet und erhoben werden. Wir haben ja auch noch die knappschaftliche Rentenversicherung. Dort haben wir eine andere BBG, die habe ich aber hier in diesem Beitrag nicht dargestellt. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung steigt von 90.600 € im Jahr 2024 auf 99.600 € oder monatlich 8.050 € im Jahr 2025. Bis dahin werden Beiträge zur gesetzlichen Rente Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag in Höhe von 18,6% nach aktuellem Stand erhoben. Ja, meine Damen und Herren. Dann auch eine Neuerung, das Durchschnittsentgelt 2023 erhöht sich. Und zwar wird jetzt aus dem vorläufigen Durchschnittsentgelt das endgültige Durchschnittsentgelt 2023. Und das steigt von 43.142 € auf 44.732 € nach oben an. Und jetzt kommen wir noch zu dem neuen vorläufigen Durchschnittsentgelt 2025. Wir haben also immer für 2 Jahre rückwärts gesehen neue vorläufige Durchschnittsentgelte. Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2024 liegt ja schon vor. Und jetzt haben wir ein neues vorläufiges Durchschnittsentgelt. Und dieses hat es aus meiner Sicht wirklich in sich. Denn das steigt nämlich von dem vorläufigen Durchschnittsentgelt aus dem Jahr 2024 in Höhe von 45.538 € auf 50.493 € an. Das heißt also, Sie müssen, um einen Entgeltpunkt zu bekommen, im Jahr 50.493 € bundesweit einheitlich ein Bruttoverdienst haben. Das bedeutet, Sie werden dann aus diesem Bruttoverdienst monatlich 39,32 € Rente bekommen. Das gilt vom 01.01.2025 bis zum 30.06.2025. Wir wissen ja noch nicht, wie hoch der vielleicht mögliche neue Rentenwert zum 01.07.2025 aussieht. Das heißt also, meine Damen und Herren, und das müssen Sie sich eigentlich, darüber müssen Sie sich im Klaren werden, auch im Osten ist das so, Sie müssen jetzt, da diese Werte bundeseinheitlich gelten und es keine Umrechnungsfaktoren mehr für den Verdienst Ost gibt, ab dem 01.01.2025 ist das weggefallen, müssen Sie 50.493 € verdienen, Jahresverdienst haben, um einen Rentenpunkt zu bekommen oder Entgeltpunkt zu bekommen, und das ist dann wiederum der Gegenwert, monatliche Rente 39,32 €. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu den wichtigen Änderungen der Rentengesetze ab dem 01.01.2025. Ich denke, Sie sind jetzt erstmal gut vorinformiert. Die 2 wesentlichen Punkte dürften Ihnen jetzt klar sein für die Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmer. Erstens, das vorläufige Durchschnittsentgelt 2025 steigt auf über 50.000 € an. Zweitens, wir haben neue Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.
24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.